Hallo zusammen, als ich vor kurzem die fluoreszierende Nagellacke online bestellt habe, bin ich über die Nailstripe-Tapes gestolpert im gleichen Shop und da waren ein paar Muster abgebildet auf Nägeln und ich fand, das sah so toll aus und habe mir die gleich mitbestellt, zusammen mit so ein paar Studs, die seht ihr jetzt vielleicht, seht ihr vielleicht auch schon, ein paar runde und solche viereckigen. Und das hat alles wirklich nicht die Welt gekostet. Versandkostenfrei. Ich verlinke euch den Shop unten in der Infobox. Ich bin nicht besonders gut im Lackieren und auch nicht, was so Muster angeht. Aber irgendwie hatte ich auch Spaß daran. Und ich würde natürlich jetzt nicht alle so durcheinander tragen, wie ich das jetzt gemacht habe. Ich habe das einfach so als Beispiele gemacht, dass ihr sehen könnt, was man so machen kann mit den Stripes. Würde mich dann aber eher für ein, zwei Muster entscheiden, weil sonst ist es einfach zu viel auf den Nägeln, finde ich. Aber mir gefällt's, auch wenn es nicht perfekt ist, das weiß ich. Und ja, vielleicht habt ihr Lust und schaut ein bisschen zu, wie ich mir da einen abgewurschtelt habe. Viel Spaß dabei. So, das sind die verschiedenen Striping-Tapes in verschiedenen Farben. 31 von diesen Rollen und dafür habe ich 2,30 € bummelig bezahlt. Ohne Versandkosten über eBay. Und da kann man nicht meckern, ne? Und wenn ich mich ein paar Mal irgendwie vertue, habe ich immer noch genug, um es nochmal zu probieren.
Ja, das war mein kleines Tutorial zu den Nail Stripe Tapes. Falls ihr die auch habt oder euch demnächst kauft, würde ich mich über Videoantworten freuen oder zum Beispiel Fotos über Facebook oder Instagram, weil es gibt bestimmt noch viele schöne Motive oder Muster, die man damit machen kann. Lasst mir auch gerne einen Kommentar da, wie ihr diese Stripes findet. Also ich finde die an sich schon echt klasse, vor allen Dingen, weil die selbstklebend sind. Und es ist zwar ein bisschen gefummelt, vor allen Dingen an der rechten Hand, aber das geht alles mit ein bisschen Geduld und Spucke. Wir sehen uns im nächsten Video. Habt einen schönen Tag. Tschüss! Und so sehen die Lacke jetzt bei ganz normalem Lampenlicht aus. Und jetzt machen wir einmal das Schwarzlicht an. Zack! Da sind sie. Und ja, so sieht es jetzt dann halt im Dunkeln aus.